Ich interessiere mich für Politik, weil das einfach über unser Leben bestimmt, was Politik entscheidet, hat Auswirkungen auf das Leben der Menschen. Und deswegen ist es so spannend, was da diskutiert und beschlossen wird. Und deswegen bin ich da gerne mit dabei und sehr aktiv. Wenn ich nicht in den Bundestag gekommen wäre, würde ich jetzt? Dann würde ich jetzt einfach weiter im Landtag arbeiten und hätte mehr Zeit für meine Familie und Freunde. Ich wünsche mir ein Land, das vielfältig ist, das gerecht ist und das klimaneutral ist, und dafür kämpfe ich. Deutschland aktuell in 3 Worten ist? Ausbaufähig, ausbaufähig und ausbaufähig. In den letzten Jahrzehnten ist einfach zu wenig passiert. Wir haben zu hohe Mieten, wir haben zu wenig Klimaschutz und wir haben zu wenig soziale Gerechtigkeit, und da muss mehr passieren. Ich mache mir Sorgen, dass unsere Gesellschaft immer stärker gespalten wird, einfach weil es Demokratiefeindinnen und Feinde gibt, die mit Populismus und mit Extremismus die Menschen auseinandertreiben wollen. Und dagegen müssen wir alle entschlossen angehen. Stolz bin ich auf den VfB Stuttgart, das ist mein Lieblingsclub, und die sind nicht abgestiegen, und das ist eine gute Sache. Mein typischer Arbeitsalltag verläuft Kaffee, 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 reden, 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 lesen, lesen, lesen.